was sie tun. Ja. Zack. Das ist ein bisschen gar sehr langsam. Ja. Zack. Zack. Ja. So, um 17 Uhr haben wir Vorstellung. Ja. Bisschen einfacher. Ja. Genau. Ja. Noch einmal vorzeigen mit dem Showtempo. Okay. So. Jetzt ist die Möglichkeit, den Robert hier innen auf den Oberschenkel zu treffen. Auf den Unterschenkel, sagen. Innenseite. Rechts, links. Wollt Oberschenkel? Links, Anatomie lässt sich, Alter. Nicht schlecht. So, dann gibt es noch die beste Variante, wenn man es ganz gut kann. Ich fahre da hinten. Ich kann da hinten hinfahren, in der passiert nichts. Er hat aber den Trick jetzt gemacht. Ich bin leider nicht aufgeguckt. So. Und jetzt dann heben wir auf. Robert hebt das Becken an, somit bringt er das kleine Gemächt in Sicherheit. Und ich kann jederzeit. Oder der Tontechniker dann auch einen Gag dazu gibt, natürlich ist der Schlag sehr effizient, sehr lustig. Es gibt bei uns ein ganz, ganz, ganz wichtiges Zeichen. Ja? Egal, ob das jetzt in einer Vorführung, in einem Stück ist oder im Training, ja? Dass man merkt, ob einer da stimmt wird oder nicht. Ja? Das ist ganz wichtig auch bei solchen Choreografien mit seinem Partner Augenkontakt zu halten, ja? Zu merken, hoppala, jetzt ist er sich nicht sicher, er kennt sich nicht mehr aus, ja? Beziehungsweise, dass ich meinen Kollegen zeigen kann, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Ja? Wenn Sie einmal schon am Brüllen aufhören. Ganz simpel und ganz einfach. Ja? Das ist einfach, dass ich mit meinem Fuß aufs Knie gehe, ja, und sage Stopp. Das heißt, ich gehe in eine schützende Position, der Kollege weiß, halt, da stimmt was nicht. Ja, ich muss sofort aufhören. Ja. Marco hat zum Beispiel seinen Tomahawk mit. Ja. Stopp. Ja. Und wenn er so da steht, zack, und er ist weg. Tut man natürlich nicht, ja, weil der Kollege dann wirklich aus der Choreografie ausgestiegen ist. Ja. Die Reaktion, und dann kann man das Ganze natürlich auch ein bisschen heftiger spielen. Jetzt einmal kurz. Der Peter würde jetzt von mir einen Bauchstich bekommen. Ihr würdet sehen, aha, okay, der fällt daneben, weil der Urfahrt. Jetzt darf man das Ganze aber und ihr seht es nicht. Ich kann mit der Hand das alles verdecken und spülen. Und der Peter hat trotzdem nichts. Geht voll Reise geschafft. Probierst du es noch einmal ganz langsam? Sehr gut, ja. Dann probierst du das jetzt ein bisschen schneller. Jawohl, sehr gut. Ja. Und jetzt machen wir das Showtempo und jetzt schreist du ihm an, wenn du auf ihm zurennst. Na sicher, geht schon. Sehr gut. Das Wichtigste, was da dazu sagen ist, dieses an den Haaren ziehen ist kein an den Haaren ziehen. Ja? Es ist einfach ist eine ganz einfache Sache. Ja? Das heißt, derjenige, der zieht, legt die Hand gerade auf den Kopf. Ja? Das ist alles, was ich mache. Ja? Du nimmst jetzt deine Hand und hältst meine Hand fest. Ja? Und da kommt es jetzt auf dein schauspielerisches Talent drauf an. Wir zwei gehen jetzt da Richtung Kirche, ja? Und du schreist, bis du schreien kannst. Okay? Probieren wir mal. Schreib jetzt. Ah! Sehr gut. Super. Oh, was für Scheiße. Ich kann diese Karriere nicht mehr. Hey. Hey, Frau. Genau so. Gehen wir hier nicht für dich. Ja, das ist alles ganz anders. Die haben uns betrunken. Er und er mich. So, dann genau, solche Sachen kommen natürlich auch bei uns zum Einsatz. Zum Schlagen. Viele Frauen kennen das von heutzutage nicht mehr, nämlich an Nifisco oder an Mide. Und die ganz coolen Jungs an Nimbus 2000. So, wir probieren jetzt mal den Lucky. Langsam. Was? Was? Okay, und jetzt kommt ein Schiff. Ja, probieren wir das nochmal, Schwung. Hier gibt es 6 Stück.
Das ist doch immer dein Tag. Es war nicht so schlimm, der Mund ist gedrückt geworden, ich weiß. Oh. Und mit Schwung. Und noch was? Und wenn das so dann ausartet, nimmt man Kollegen und rennt.